Die mobile Operationszelle feiert Premiere an der Armeeausstellung in Schwyz. Die dritte Station der Ausstellungsreihe «Deine Armee». Dieses Mal stehen die Soldaten des Spitalbataillons 5 und der Logistikbereitschaftskompanie 104 den interessierten Besuchern auf dem Waffenplatz in Schwyz Rede und Antwort. Also es macht mich mega Freude, zu können zeigen, was wir können leisten können. Vor allem wir sind ja auch einer der Bataillone, der den höchsten Einsatzgrad hat. Oder? Das heisst, wenn wirklich eine Katastrophe wäre, wären wir die Ersten, die im Dienst sind. Oder? Und das können wir präsentieren und dafür stolz auf sie, finde ich ein wunderbares Gefühl. Zu den Kernaufgaben des Spitalbataillons 5 gehört, neben dem Betreiben eines Militärspitals und dem Einrichten von stationären Aufnahmestandorten, auch die Unterstützung von zivilen Spitälern. Diese Unterstützung besteht aus materiellen und personellen Leistungen. Im Bedarfsfall kann sie bis hin zum unterirdischen Ausbau der Aufnahmekapazität von bis zu 100 zusätzlichen Patienten reichen. Zum ersten Mal öffentlich gezeigt wird in Schwyz die mobile Operationszelle. Mit dieser Einrichtung kann die Armee in der Peripherie eines Katastrophengebietes vor Ort chirurgische Eingriffe vornehmen. Dabei kann sich die Führung im Einsatz stets auf das fundierte Fachwissen ihrer Milizangehörigen verlassen, welches aus den zivilen Tätigkeiten mitgebracht wird. Es ist ungemein wichtig, dass wir solche Leute haben. Das Wissen, das wir dort abziehen können, hat uns Inputs gegeben, was für Apparaturen wir in die mobile Operationszelle reintun müssen. Die Operationszelle ist hergestellt, nur mit diesen Containern, ohne die Apparaturen dazu. Also alles, was Innenleben bedeutet von dieser mobilen Operationszelle, kommt eigentlich aus dem Wissen heraus von den Soldaten, von dem Fachwissen, das sie aus dem Zivilen mitnehmen. Wir waren zuerst, wo wir die mobile Operationszelle anschauen. Das war sehr interessant, habe ich noch nie gesehen. Ich war selber lange auch im Dienst, aber zu meiner Zeit hat es noch nicht gegeben. Ja, es ist spannend bis jetzt. Ich bin noch nie eigentlich im Militär schauen und man hat viel gesehen, hat mir Blut genommen. Es ist spannend, wie das alles aufgebaut ist. Das Spital, Operationssaal, Räume. Mobilzelle. Ja, genau. Viel, was wir ja gar nicht mal wissen im Hintergrund. Und das finde ich, ist eine grosse Anerkennung, die man den Leuten gegenüberbringen sollte. Darum kommt man daher auch anschauen. Auch live sehen, was geht überhaupt ab. Oder? Am Amt habe ich einen sehr, sehr guten Eindruck. Es sind viele Leute hier. Es zeigt auch, was unsere Armee kann. Im Sanitätsbereich sollte man noch viel mehr können zeigen. Die Armee wird nämlich in Bezug auf die Leistungsfähigkeit meines Erachtens sehr stark unterschätzt. Während eines Tages haben das Spitalbataillon 5 und die Logistikbereitschaftskompanie 104 ihr Fachwissen und ihre Infrastruktur den Besuchern präsentiert. Mit Erfolg. Der nächste Marschhalt der Reihe «Deine Armee» erfolgt vom 19. bis 21. Juni an der Armeeausstellung im Eggerital, wo mit einem großen Volksfest die 700-Jahr-Feier der Schlacht am Morgarten begangen wird.